So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Masterkiller. Wir spielen heute wieder eine Runde Escape from Tarkov und zwar Factory. Online natürlich und mittlerweile mit der Version 0.4. Also da am Freitag ist ja der Patch rausgekommen. Und jetzt geht's los. Muss mal kurz checken, wo wir sind. Sieht man hier am Anfang schnell. Ich kenne die Map noch nicht so gut. Da haben wir auch schon den ersten Knife Runner. Die Map kenne ich noch nicht so gut, aber ja, die Map ist ja auch jetzt noch nicht so groß, aber ja, es so actionreich, wie es da am Anfang zugeht, ist ein gewisses Map-Knowledge natürlich extrem von Vorteil. Ich habe hier die Magazine. Es ist vielleicht ein bisschen umständlich im Beta-Container. Aber dafür safe ich mir das Magazin, weil ich habe vorhin schon einige Versuche gemacht, die ehrlich gesagt allesamt schief gegangen sind. Also es ist bei Escape from Tarkov teilweise schon extrem schlimm. Also wenn man selber auch Astruns macht oder so, was man da allein an Zweikämpfen verliert, nur durch Desync-Probleme und alles Mögliche, also das ist, geht ja teilweise auf keine Kuhhaut und das ist schon echt ärgerlich. So, hier. Langsam immer mal so ein bisschen rausgeiern. Ich bin eigentlich in den Raid rein, einfach nur kurz ein bisschen looten und sofort schnell raus. Aber ja, wenn man dann so ein bisschen erstmal drin ist und so ein bisschen wittert, das könnte besser laufen. Dann bleibt man auch drin. Hier war allerdings schon jemand am Looten. Deswegen war die erste Lootkiste leer. Es ist auch absolut bedrückend. Man hört überall Schritte. Die Scuffs schleichen überall rum. Schleichen in Anführungsstrichen. Jetzt soll ich mal wieder von den Socken machen. Ich habe an diesem Raid extra nichts geschnitten oder irgendwas. Ich meine, ja, es ist einfach der Ablauf einfach so. Schnell kurz ein bisschen was looten. Da hört man ja schon wieder Schritte ganz in der Nähe. Ja, man muss ja, wenn man jemanden tötet, gucken, ob man überhaupt sofort looten kann. Beziehungsweise wenn, dann sollte es ziemlich schnell gehen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade den Rucksack schon gar nicht mehr eingepackt. Vor lauter Angst wahrscheinlich. Ja, um nochmal auf die Desync-Probleme. Das ist teilweise echt heftig. Ich bin vorhin, habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt starten wir einen Run mit Schrotflinte und so. Also war jetzt nicht Full Equip, aber war schon. Auf Factory mit Schrotflinte starten, natürlich schon ein gewisses Risiko. Aber gleich am Anfang steht so ein Knife Runner vor mir. Ich laufe ums Eck. Ich baller gefühlt ein ganzes Magazin in den rein, um einfach nur zu sehen, er fliegt einfach nicht um. Alles, was ich höre, ist ein schlitzendes Messergeräusch und sehe, dass ich selber tot bin. Denke ich mir, was soll der Scheiß? Also solche Sachen sind dann schon echt ärgerlich. Aber gut, man muss immer wieder dazu sagen, es ist einfach eine Beta, aber ja, also ich sag mal, dieses Beta, gut, das ist auch ein dehnbarer Begriff. Was man halt generell so liest, man zahlt im Endeffekt schon verdammt viel Geld. Ich habe jetzt heute auf die größte Edition abgegradet. Also jetzt noch nicht, ich habe sie nur gekauft, aber werde dann gegen später meinen Account zurücksetzen, um das zu übernehmen. Und da ist man halt bei über 100 Euro dafür ein Spiel zu bekommen, was nicht mal annähernd fertig ist, ist halt schon heftig. Aber
es ist halt dann doch ein recht außergewöhnliches Spiel und es macht einfach trotz dieser kleinen Fehlerchen einfach trotzdem brutal Spaß und deswegen bereue ich es nicht, das Geld ausgegeben zu haben. Wenn ich überlege, was ich an Geld in Spielen wie Counter-Strike, die guten alten Skins und so verpfeffert habe, das geht ja auf keine Kuhhaut. Das, da ist das ein, sag ich mal, verhältnismäßig kleiner Preis. Ich gehe jetzt hier immer so ein bisschen hin oder her, weil immer wenn ich einen töte, lockt das natürlich andere Scuffs wieder an. Im schlimmsten Fall Spieler. So, da haben wir. Da haben wir wieder das Nächste. Also ich habe das Gefühl, durch so Zäune und so durch ist das extrem auch buggy noch. Ihr habt gesehen, wie viel Blut da gespritzt ist. Der hätte, glaube ich, 5-mal umfallen müssen. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie daneben geschossen hätte oder so. Aber es passiert halt einfach nicht. Das ist schon wieder das Nächste. Was willst du da machen? Da guckt ganz deutlich der Arm raus, kannst drauf schießen, aber es passiert halt einfach nichts. Deswegen schieße ich gar nicht erst. Schnell auch schon mal weg. Entschuldigt übrigens bitte ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen kaputt, weil ich Hals weh hab. Oder dann war es gleich wieder der Nächste. Also wie ihr seht, ich bewege mich gerade immer so ein bisschen hin und her, weil es scuffmäßig immer wieder Nachschub unterwegs ist. Aber man möchte natürlich auch mal so ein bisschen zeigen. Also man sieht bei anderen YouTubern die Videos, was ich mir dann so alles schon so angeschaut habe. Das heißt schon mal eine Aneinanderreihung von versteckten Kills und keine Ahnung was, was meiner Meinung nach nicht immer den Eindruck oder den Sinn vom Spiel richtig widerspiegelt, dass es ja eigentlich ein Hardcore-Shooter sein will mit hohem Realismusanspruch. Deswegen. Es ist halt auch einfach mal so wie jetzt hier, einfach nur hin und her, einen nach dem anderen töten und dann irgendwann die Entscheidung treffen, halt vielleicht doch den Raid mal zu verlassen. Sucht man hier noch schnell? Ah, der hat das bessere Tactical Rig. Jetzt habe ich auch eigentlich eine Tasche. Was soll ich da? Das ist ja die neue Body Armor. Also was zu den neuen Gegenständen gehört, was seit dem Patch im Spiel implementiert wurden. Ich glaube, diese Kettchen, die sind, glaube ich, später für diese ganzen Tasks bei den Händlern ganz wertvoll. Oder als Tauschgegenstand gegen Waffen.
Also sowas solltet ihr immer mitnehmen. Was, wie bitte? Ich finde es ja auch übrigens ganz geil, was jetzt die, was die Scavs manchmal so rauslabern, so von wegen Chiki Briki und so Sachen. Oder wenn sie einfach dann übel am Rumschimpfen sind. Entschuldigung. So, mal schauen, was der noch zu bieten hat. Ja, noch Schrotmunition. So langsam will ich mich dann aber auch mal in Richtung Ausgang machen. Ist ja eigentlich schon jetzt für das, dass ich mit nur Pistol rein bin, schon eine Menge Loot auf jeden Fall. Das würde ich jetzt eigentlich dann ungern noch verlieren. Schnell weg. Kein unnötiges Risiko mehr. Spielertechnisch bin ich mit angrenzender Sicherheit der Letzte, der noch da ist. Ich glaube, Factory ist... würde ich mal behaupten, wenn jetzt keiner wirklich das Ziel hat, viel zu looten, da länger als, sag ich mal, 5 oder 10 Minuten drin ist. Ich bin ja jetzt hier schon bei, wir sind jetzt bei knapp 13, 14 Minuten. Aber wirklich ein Fall, da musst du ein ganzes Magazin reinballern, dass der umfliegt. Ich sehe immer wieder Waffen, wo diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Laufabdeckung hinten fehlt. Man kann ja mit der Waffe noch schießen, aber macht es jetzt generell an der Waffe was aus? Also ich meine jetzt bezogen auf die Genauigkeit oder wie auch immer. Also ich weiß es nicht.
so ein bisschen looten, bevor es dann endgültig Richtung Ausgang geht. Ich hätte mein Inventar hier mit Sicherheit noch konsequenter vollpacken können. Aber jeder, der das Spiel selber spielt und einfach, ich habe die Routine auch auf der Map noch nicht so ganz, weiß, dass das ist, auch mit dem Looten, was nimmt man mit, was ist jetzt viel wert oder so. Man versucht da irgendwo immer so das Zwischending zu finden, jetzt das Nötigste einzupacken. Klar, man weiß so ein bisschen, was könnte viel wert sein. Diese komische Glasreiniger oder was auch immer das sein soll, ist in der Regel ein bisschen was wert, glaube ich. Aber ja, man packt halt ein bisschen was ein. Man versucht es aber andersrum wieder nicht zu übertreiben beim Looten. Also jetzt rein von der Zeit her. Und hier sind wir jetzt im Endbereich. Schön die Ecken checken, dass natürlich keiner da irgendwie rumgeilt oder so. Und wieder die längsten 10 Sekunden. Aber wenigstens ist es geschafft. Es war ein recht durchschnittlicher Run, aber so ist es nun mal einfach. Bin zufrieden einigermaßen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben, beziehungsweise ein Abo da lassen für meinen Bruder. Und wir werden mit Sicherheit noch mehr von uns sehen. Also einen schönen Abend an alle. Ciao, ciao.